Ezra Millers Projekte in Gefahr nach Verhaftung, Berichte. Ezra Millers Projekte mit Warner Bros. Und DC sind Berichten zufolge nach der Verhaftung des Schauspielers auf Hawaii in Gefahr. Der Rolling Stone berichtete am Mittwoch, dass die Produktionsfirmen nach den rechtlichen Problemen des Schauspielers auf Hawaii eine Notfallsitzung abgehalten hätten. Nach dem Treffen stimmte das Komitee Berichten zufolge zu, alle Projekte, an denen Miller beteiligt war, und alle öffentlichen Auftritte, die sie zur Unterstützung des DC Cinematic Universe geplant hatten, zu pausieren. Berichten zufolge wurden Ezra Millers aktuelle Projekte nach seiner Verhaftung auf Hawaii im vergangenen Monat ausgesetzt. Hawaii Police Department über AP, der 29-jährige Miller wird in dem DC-Comicfilm The Flash mitspielen, einer Wiederholung seiner Rolle in Justice League, der 2023 erscheinen soll. Eine Quelle sagte der Verkaufsstelle, dass der Schauspieler letztes Jahr am Set von The Flash häufig Zusammenbrüche hatte. Die Quelle fügte hinzu, dass Miller die Fassung verlor, wollte aber klarstellen, dass der Schauspieler nicht gewalttätig war. Ezra würde sich Gedanken machen, wer Kopf und sagen: Ich weiß nicht, was ich tue, erklärte die Quelle. Miller wird nach einem Vorfall in einer Bar in Hilo, Hawaii, wegen ordnungswidrigem Verhalten angeklagt. Die Polizei verhaftete Miller kurz nach Mitternacht am 28. März und beschuldigte ihn des ordnungswidrigen Verhaltens und der Belästigung, teilte das Hawaii Police Department in einer Erklärung am Dienstag mit. Am Sonntag, dem 27. März, um 23.30 Uhr reagierten Streifenpolizisten von South Hilo auf einen Bericht über einen ungeordneten Gast in einer Bar in der Silver Street, sagte die Polizei. Während ihrer Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass der Mann, der später als Ezra Miller identifiziert wurde, aufgeregt wurde, als die Gäste an der Bar anfingen, Karaoke zu singen. Miller fing an, Obszönitäten zu schreien und schnappte sich irgendwann das Mikrofon einer 23-jährigen Frau, die Karaoke sang, Straftat wegen ungeordneten Verhaltens, und stürzte sich später auf einen 32-jährigen Mann, der Dart spielte, Straftat wegen Belästigung, so die Polizei hinzugefügt. Der Barbesitzer hat Miller mehrmals vergeblich gebeten, sich zu beruhigen. Die Polizei setzte eine Kaution von $500 fest. Miller stellte die Kaution zur Verfügung und wurde freigelassen. Nach Millers Festnahme erließ ein Richter in Hawaii eine einstweilige Verfügung gegen den Schauspieler.